Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder eingeschaltet habt. Heute ist Samstag, heute ist Kakerlaken-Party-Tag. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die gesamten Anrufe aus der vergangenen Woche, nur eben ohne meine Kommentare dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung mit unserem Hörspiel Kakerlaken-Party. Doch bevor es losgeht, wär's ganz nett, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Ja. Hallo, hier ist Nussbrick. Mein Name ist Katharina. Sie haben früher für den Börsenhandel interessiert. Stimmt das? Können Sie den Satz mal übersetzen? Wie bitte? Können Sie den Satz mal übersetzen? Börsenhandel ist ein automatisches Handelssystem. Sie haben Ihr Datum der Bewerbung gegeben. No. Hallo, ich höre Sie nicht. Ja, und nun? Das stimmt. Sie haben Ihr Datum der Bewerbung gegeben. Ja, und jetzt? Sagen mir bitte, haben Sie schon Erfahrung auf dem Markt? Wie bitte? Ja. Nochmal bitte. Haben Sie schon Erfahrung auf dem Markt? Besonders schlau sind Sie nicht, nee. Okay, kein Thema. Wir werden Ihnen alles beibringen. Und beim Handel wird es Ihnen ein automatisches Handelssystem helfen. Dieses System ist für Marktanalyse angerichtet. Und wie mit diesem System arbeiten, wird Ihnen unser Spezialist alles beibringen und im Detail zeigen. Was hat Sie zum Trader motiviert? Gar nichts. Wie bitte? Gar nichts. Gar nichts. Okay, einfach so. Wollten Sie probieren? Oder? Nee. Okay, aber warum haben Sie Ihre Daten der Werbung gegeben? Hab ich nicht. Ach, doch, ich habe Ihre Daten. Da ich Ihre Daten erhalten habe, haben Sie sich registriert? Uh-uh. Okay, dann können Sie einfach probieren und testen, das dieses System. Uh-huh. So, haben Sie schon gehört, wie Leute können Geld verdienen mit Kryptowährungen oder Aktienhandel oder etwas anderes? Stimmt? Na, meistens höre ich immer, dass die Leute verarscht werden von euch. Aber haben Sie schon gehört, wie kann man Geld verdienen so? Nee, ich habe bis jetzt immer nur gehört, wie ihr die Leute betrügt. Es tut mir leid, aber es kann überall sein, so. So wie bei euch. Herr Knusprig, Sie können einfach probieren, nee, unsere Knusprig. Testen. Ach so, zweimal Knusprig, Knusprig. Ja, ist ein Doppelname. Ich habe geheiratet. Meine Frau wollte ihren Namen behalten. Okay, Entschuldigung, ich dachte, das ist ein Fall, dann zweimal Knusprig, Knusprig. Okay. So, Sie können einfach probieren, unser System einfach zu testen und dann Sie sehen können, wie es funktioniert, wie es geht und überzeugen unsere Firma. Aha. So. Haben Sie WhatsApp auf dieses Nummer? Oh Gott, jetzt kommt schon wieder die unseriöse Tour über WhatsApp. Wie bitte? WhatsApp ist unseriös. Warum? Ja, weil man das. Okay, da ich kann schreiben per E-Mail. Ich kann schreiben per E-Mail. Ja. Okay, bei E-Mail schicke ich Ihnen eine Information und Ihr Konto. Mhm. So. Die E-Mail-Adresse ist gerald.hubschrauber.mdccfan.de. Ja? Sie haben das Ad-Zeichen vergessen. Wie bitte? Sie haben das Ad-Zeichen vergessen. Ja, aber das ist die richtige Adresse, oder? Nee, Sie haben die falsch vorgelesen. Okay, aber dann kann ich per E-Mail schreiben, wenn Sie sagen mir oder bei WhatsApp. Blumenwiese? Das geht? Hallo, das geht per WhatsApp? Na, WhatsApp ist unseriös. Okay, dann sagen mir bitte Ihre E-Mail-Adresse. Na, gerald.hubschrauber@mdccfun.de. So, dann probieren. Einen Moment bitte. Ich habe es geklappt. Haben Sie E-Mails bekommen? Mm-mm. Haben Sie das bekommen? Ich habe gestern mit einem Waschbär zusammen Wäsche gewaschen. Wie bitte? Ich habe gestern mit einem Waschbär zusammen Wäsche gewaschen. Dabei haben wir beide Ameisen beobachtet. Ja. Okay, dann können wir das weitermachen, oder? Was denn? Ihr Konto aktivieren und ich zeige alles. Welches Konto denn? Weiter. Ihr Konto. Ja, welches Konto? Dann können Sie probieren, unsere... Mein Konto ist doch Handelssystem. Aktiv. Handelssystem. Ja, mein Konto ist aktiv. Ich schlage vor,
sehe dich nicht. Ich sehe dich auch nicht. Auf unserem System? Was denn? Was ist denn damit? Sag mal, Sie können einfach, Sie können einfach probieren, Ihr Konto aktivieren, zum Beispiel mit Mindestbetrag, und damit Sie sehen können, wie es funktioniert. Aha. Ich will einfach zeigen, wie funktioniert dieses System. Welches denn? Das Handelssystem. So, und in ein paar Wochen, Sie können sehen, wenn es geht, wenn es gefällt es Ihnen, dann weitergehen, arbeiten zusammen. Banane? Wie bitte? Banane? Nochmal? Eine Banane? Welche Banane? Na, haben Sie doch gesagt. Nee. Das habe ich nicht. Nee. Habe ich verstanden. Haben Sie von meiner E-Mail bekommen? Von wem? Von Katharina Gerold, Hones Capital. Nee, ist nicht gekommen. Okay, dann ich kann per WhatsApp schreiben, aber... Nee, WhatsApp ist ja unseriös, WhatsApp, genau, das macht man ja nicht. Okay, dann an Moment bitte, okay? Warum? Bleiben bitte an der Linie. Okay, dann bleibe ich an der Linie, aber nicht, dass ich von der Linie runterfalle. Nicht, dass man den Kopf aufschlagen. Dann haben wir hier ein Schädelschleuder, Dings. Stecke noch dran oder schon aufgelegt? Hallo? Test 1, 2. Ist da noch jemand? Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Können Sie mich hören? Hallo? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Wer sind Sie? Mein Name ist John. John. Ja, ich bin ein Account Manager. Also, ich würde Ihnen helfen. Sie heißen John. Ja, so heiße ich. Okay, warum? Ja, richtig. Wie kommen Sie denn zu so einem abgefahrenen Namen? Entschuldigung, noch einmal? Und wie kommen Sie denn so zu so einem abgefahrenen Namen? Also Vor- und Nachname gleich? Nein, Nachname habe ich eine andere Nachname. John Corbett, genau zu sagen. Wie heißt der denn, der Nachname? Robert. Was? Robert. John Robert. Ja, richtig. Glauben so, Sie, was für Probleme haben Sie? Meine Kollegin hat es Ihnen schon erklärt, vielleicht über... Ihre Kollegin, die ist anzüglich geworden und die wusste nicht, was sie machen soll. Und dann, die war auch nicht so besonders freundlich. War sie nicht freundlich? Nee. Was hat sie Ihnen gesagt? Ja, die wollte so anzügliche Sachen wissen. Okay. Dann darf ich gleich zu einem Punkt kommen und Ihnen erklären, worüber überhaupt es geht, was für Möglichkeiten haben Sie und so weiter. Was denn für ein Punkt? Ich würde es jetzt erzählen. Ja. Also schauen Sie mal, wir sind ein reguliertes Unternehmen. Wir helfen Menschen auf Finanzmarkt Geld zu verdienen. Wir sind von CFA reguliert und arbeiten mit verschiedenen deutschen Banken auch, mit englischen Banken. Banken? So. Was ist denn für eine Bank? Ja. Was ist denn eine Bank? Ach so. Aber die Mehrzahl von Bank ist Banken und nicht Banken. Ich habe einen Dialekt sozusagen. Das hat ja nichts mit Dialekt zu tun. Das ist ja falsche Aussprache. Kann sein. Ja. So. Bei uns, ja, wie ich schon gesagt habe, Sie haben ja eine ausgezeichnete Möglichkeit, mit verschiedenen Vermögenswerten zu arbeiten. So wie Kryptowährung. Haben Sie etwas über Kryptowährung hier gehört? Über Bitcoin? Nee, was ist das? Bitcoin ist eine Kryptowährung. In 2010 kostete etwa 1 Cent und heutzutage kostet ein Bitcoin etwa $20,000. Und ja, drei oder vier Monate vorher kostete mein Bitcoin 40.000. Also verstehen Sie, wenn Sie in 2010 einen Bitcoin gekauft hätten, dann hätten Sie schon, ja, $20,000. Aha. So. Aber ja, für einen Bitcoin ist es ja natürlich schon zu spät, um in Bitcoin zu investieren. Aber an der Börse gibt es ja eine Menge von anderen Kryptowährungen. Und nicht nur Kryptowährungen, Sie können auch mit Aktien von verschiedenen Firmen handeln, mit Energiequellen, mit Rohstoffen und so weiter. Mhm. Kurz zu sagen, billiger kaufen, teurer verkaufen. Mhm. Sie kaufen zum Beispiel ja eine Aktie, die kostet ja zum Beispiel 70 Euro. Und welche in denn? 2 Monaten vielleicht, ja, welche Sie möchten, ja. Zum Beispiel Aktien von BMW als Beispiel. Aha. Und in, ja,
mit Laufe der Zeit würden diese Aktien im Preis steigern und dann können Sie ja diese Aktien verkaufen und davon ein ziemlich gutes Geld verdienen. Haben Sie etwas über Tesla gehört vielleicht? Nee, was ist das? Tesla ist so ein Auto. Es ist eine Firma, die Autos macht, repariert und so weiter. Elon Musk. Wissen Sie, wer das ist? Tesla ist eine Reparaturfirma für Autos. Das ist keine Apparatur, sondern das ist ein Auto. Ein Auto. Ein Auto, ein Elektrocar, sozusagen. Eine Elektrokarre. Ein Elektrokar, ja. Ah, Karre, okay. So, und Aktien von in 2019 kosten die Aktien für Tesla etwa $65. Und wenn heute ich kosten Ihnen die Aktien schon will? 650. Und wenn ich dann bei Ihnen arbeiten will, dann kriege ich so ein Tesla-Auto von Ihnen. Entschuldigung, ich habe es nicht gehört. Etwas mit Verbindung. Na, wenn man dann bei Ihnen arbeiten will, dann bekommt man so ein Tesla-Auto von Ihnen, oder wie? Entschuldigung, können Sie bitte wiederholen? Ich habe überhaupt nichts gehört. Es war etwas vielleicht mit Verbindung. Na, Sie verschenken dann so ein Tesla, bitte. Oder wie? Hallo, sind Sie noch da? Nö, ich bin noch dran. Ich warte auf die Antwort. Ich habe die Frage nicht gehört, noch einmal. Es ist etwas mit Verbindung. Na, Sie verschenken dann so ein Tesla, oder was? Ich habe nichts verstanden. Noch einmal, bitte. Nö, also ich hab's doch jetzt schon 6-mal wiederholt. Ich glaube, das reicht jetzt. Irgendwie scheint mit Ihrer Intelligenz was kaputt zu sein. Ich hab's einfach nicht gehört. Weil ich hatte ja... Ja, aber dann müssen Sie doch mal Ihre Ohren waschen, bevor Sie zur Arbeit gehen. Und vielleicht mal den Ohren schmeißen. Nein, vor Ihrer Schicht, dass mit Sie meinen Reset machen. Mit Ohren ist alles okay. Ist na, dann mal vielleicht das Ohrenschmalz mit dem Ohrenschmalz da aus dem Headset raus vom Vorgänger. Weiß ich nicht. Sie müssen doch von den Kollegen vorher das da mal rauskratzen. Das wissen Sie, weil... Naja, darüber würde ich ein bisschen später kümmern. Vielen Dank. Ja, aber dann... So, was ist jetzt... Wann kommt denn jetzt der Tesla? Wann kriegen wir den denn jetzt? Ja. Herr Lips? Geht das auch in laut? Sprich ich mit der Herr Lips? Ja. Freut mich, Sie am Apparat zu haben. Nina ist mein Name und es geht um Online-Handel, Online-Trading. Da sagt Ihnen ja bestimmt was. Nein. Okay. Weil ich sehe, dass Sie haben vor ein paar Wochen Interesse gezeigt und Sie haben eine Handelskonto geöffnet. Ja, wo denn? Okay. Und bis jetzt, Sie haben das Handelskonto noch nicht aktiviert, so ich bin zuständig, Ihnen zu helfen, mit Ihnen ein paar Informationen zu mitteilen und das Handelskonto zu aktivieren. So, Sie haben keine Erfahrung gemacht mit dem Trading, Sie haben nur davon recherchiert, richtig. Wo liegt denn der Unterschied zwischen ein Konto besitzen und aktivieren? Wo ist denn da der Unterschied? Wie bitte nochmal? Na, Sie sagten doch, ich habe ein Konto eröffnet. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem eröffneten und einem aktivierten Konto? Okay, Sie haben das geöffnet, Sie haben nur Ihre Daten gegeben. Zum Beispiel Ihr Vorname, Nachname, Ihre Mailadresse, auch dieses Nummer. So mit diesen Daten, Sie haben das Handelskonto geöffnet und Sie haben das Handelskonto noch nicht aktiviert. Das heißt, Sie haben nicht Geld investiert. Wenn Sie in Geld investiert haben, das heißt, Sie haben das Handelskonto aktiviert und Sie arbeiten mit das Geld. Und also, das heißt, Sie sind aktiv kann ich bei der Börse. Nee, das heißt das nicht. Aktivieren kann ich einen Lichtschalter oder ein Aktimail mit meinen Abwehrkräften, aber ich kann noch kein Konto aktivieren. Ich kann ein Konto aufladen, aber nicht aktivieren. Das ist ja Quatsch. Ja, Sie haben nicht aktiviert. Ja, richtig, weil ein Konto kann man ja nicht aktivieren. Ein Konto kann man nur aufladen. Ja. Richtig. Und zu öffnen und auch zu aktivieren. Nee. Das heißt, aufladen. Ja. Nein, aufladen, nicht aktivieren. Auch aktivieren. Nein. Weil wenn Sie handeln, ein Konto kann man das nicht aktivieren. Heißt, Moment. Moment, Herr Lips. Wenn Sie handeln, das heißt, Sie sind aktiv. Ja, das ist und ja wieder Sie was anderes dann. Dann handle ich, aber das hat dann nichts mit dem Konto zu tun, der Handel. Okay, okay. Also an Ihrer Grammatik muss man noch ein bisschen üben, weil das ist falsch. Okay, Herr Lips. Ja. So, haben Sie gehört über den Kryptowährung, Aktien, Forex, Rohstoffe? Über was jetzt genau? Bei den Handelsinstrumenten, Bitcoin, Ethereum. Ja, und Helium? Ethereum. Und Helium? Ethereum. Haben Sie kein Helium? Helium, nee. Nee? Nee. Die Handelsinstrumente. Sie haben kein Helium. Herr Lips. Ja? Verstehen Sie, was ich Ihnen gesagt habe? Nicht so richtig, nee. Sie sprechen sehr undeutlich. Okay, es geht um
allgemein in der Finanzmarkt mit dem Handelsinstrumenten. Zum Beispiel, Sie haben die Möglichkeit, mit dem Kryptowährung zu handeln. Zum Beispiel von der Kryptowährung Bitcoin, Ethereum, Cardano, XRP und die anderes. Helium auch? Kryptowährung. Ja. Ach, jetzt auf einmal doch. Ja. Und Sie haben auch die Möglichkeit, mit dem Aktien zu handeln, mit dem Indizes, Rohstoffe, Forex. Ja. Okay, und natürlich, Sie investieren 250 Euro bei Ihrem Handelskonto und dann Sie arbeiten mit das Geld, Sie öffnen Trades im Kaufen und im Verkaufen. Und von diesem Trade, Sie haben die Gelegenheit, Profit zu erwirtschaften, das heißt, Geld zu verdienen. Aha, wie und warum heißt das so? Wie bitte? Also Geld erwirtschaften ist ja nicht automatisch Geld verdienen. Das sind ja auch wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, Sie haben auch mit dem automatisch zu handeln. Aber am Anfang, als ein Anleger, ist es besser, mit dem Berater zu handeln. Nicht automatisch. Ich soll weil Sie mit dem Berater handeln. Also wie viel ist denn der Berater wert? Wie viel kriegt man denn für den Berater? Den Berater ist kostenlos. Ach, der ist kostenlos. Und mit dem kann ich den einfach auf dem Markt verzocken, den Typen. Okay. Ich erkläre Ihnen kurz. Haben Sie auch irgendwie sowas wie eine Frauenquote da bei sich auf Arbeit? Nochmal bitte? Haben Sie da Ihre Frauenquote erfüllt? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Mir ist das sehr wichtig, dass die Frauenquote in Ihrem Unternehmen stimmt. Nochmal bitte? Na, die Frauenquote. Die Frauenquote? Ja, die ist ja wichtig. Meinen Sie über den Lizenz? Nee, die Frauenquote. Moment kurz. Ja. Ich verstehe nicht, was Sie meinen, das, Herr Lips. Ja, aber das ist ja nicht gut, wenn Sie darüber nicht Bescheid wissen. Das kann ja dann nicht professionell sein. Normalerweise bin ich für den englischen Kunde und Sie sind eine Deutsche, so ich muss mit Ihnen auch Deutsch reden. Wenn Sie Englisch wissen, dann können wir auch Englisch sprechen. Nee. Aber was ist denn jetzt mit der Frauenquote? Aber ich verstehe nicht dieses Wort, was Sie sagen. Was meinen Sie? Was das heißt? Da müssen Sie das mal googeln. Okay, können Sie das buchstabieren, Sie bitte? Was? Können Sie das buchstabieren? Na, Frauenquote. Frauenquote. Mit Q. Frauen? Ja. Quote. Okay, Moment. Ja, habe ich das gefunden. Ist das von den Anstrebezweck der Frauenquote, ist die Gleichstellung von Frauen und Männern in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur? Ja. Meinen Sie das? Ja. Ja. Und? Ja. Das ist etwas anderes hier. Ja, Sie haben auch. Da müssen wir uns aber sehr wichtig drüber unterhalten. Das ist mir wichtig. Ja, das haben wir. Aber hier, Sie haben nur, wir arbeiten hier und es ist wegen nur dem Arbeit. Ja, verstehen Sie die gesamte Arbeit? Ja, und wie hoch ist die Frauenquote bei Ihnen? Liegt die über 50%? Ja. Ja, woher wissen Sie denn das? Ah? Woher wissen Sie das denn? Weil ich arbeite hier, deswegen ich wisse das. Okay, und der Mann, der mich da beraten soll nachher, ist der auch eine Frau? Ja, bei uns, Sie haben auch den Berater, das sind Frauen und auch Männer. Haben Sie da auch jemanden als Transgender? Weil ich würde am liebsten würde ich von einem Transgender beraten werden. Ja, Sie haben das Warum gerne. Warum finden Sie das lustig? Nee. Ich finde das nicht lustig, dass Sie darüber lachen. Weil ich dachte, wir wollen ja eine seriöse Geschäftsbeziehung führen. Das ist ja nicht in Ordnung. Ich dachte, ich soll Ihr Kunde werden. Und jetzt machen Sie sich darüber lustig. Bitte. Ja. Ich möchte nur mit Ihnen über nur den Geschäft reden. So, richtig, natürlich, wenn Sie auch. Möchten auch mit uns in Geschäft kommen, dann richtig. Ich kann Ihnen weiterhelfen. Richtig. Und wenn Sie etwas, Sie haben in der Phase für 2 Wochen mit dem Minimalbetrag zu arbeiten, Sie bekommen den Berater. Ja. Natürlich, wenn Sie möchten mit einer Frau reden, dann Sie will eine BeraterInnen. BeraterInnen. Wir müssen das schon richtig gendern, wissen Sie? Ich bin nur eine Akkordmanagerin hier. Ja, und ich möchte gerne einen BeraterInnen. Entschieden, ob Sie sollen einen Berater, eine Frau haben oder einen Mann. Aber das würde ich gerne vorher wissen. Weil ich also am liebsten hätte ich einen Transgender. Ich meine, wenn es eine Frau sein muss, würde ich das auch nehmen, aber am liebsten einen Transgender. Transgender? Ja. Okay. So, das auch will mit meinem Vorgesetzten sprechen. Das heißt Vorgesetzt innen.
Ja, die vorgesetzt. Ja. Vorgesetzt. Und dann, wir müssen dann das schon genau richtig ändern. Am 1. Sie müsste eine Kunde bei uns sein, da natürlich wir entschieden was. Eine Kunde. Nee, KundInnen. KundInnen wäre richtig. KundInnen, okay. So, Herr Lips, möchten Sie das Handelskonto aktivieren? Ja, sobald oder immer Sie mir noch versprechen, nicht? Sobald Sie mir versprechen können, dass ich auch einen Transgender zum Handeln bekomme? Ich kann Ihnen gar nicht versprechen. Warum nicht? Weil ich bin nur eine Machtkombination hier und ich bin zuständig, nur Ihnen zu helfen, das Handelskonto zu aktivieren. Und wer kann mir da was anderes versprechen? Was soll ich Ihnen versprechen? Na, wer kann mir das denn richtig versprechen, wenn Sie das nicht können? Dann würde ich gerne mit jemandem sprechen, der mir das versprechen kann. Okay, dann wann haben Sie noch einmal Zeit? Ihnen, na jetzt, kann ja jetzt weitergereicht werden. Ja, aber jetzt jemand, das kann Ihnen alles weiterhelfen, es ist momentan besetzt. So, wir können dann warte nicht ich so lange mit Ihnen, das ist nicht schlimm. Ja, ich habe andere Termine, so ich kann nicht weiter einem Also Sie legen sich Termine, führen. Währenddessen Sie mit anderen Kunden telefonieren, das ist ja witzig. Ja. Ja. Normalerweise ich ja muss witzig. Auch pünktlich sein mit dem Termin. So, deswegen, ich möchte, dass Sie auch nicht mehr Zeit nehmen, weil Sie haben auch etwas mehr Fragen und Sie müssen auch besprechen zu haben bei uns und dann natürlich ja. entscheiden, ob Sie möchten, eine Kunde bei uns zu sein oder es nicht. Ja, das kann man ja dann auch richtig machen, genau, nicht nur mit dem halben Arsch. Okay, perfekt. Dann Herr Lips, jetzt, ich muss weiter. So, danke für Ihre Zeit. Wohin müssen Sie denn erstmal? Ich habe jetzt einen Termin. Was denn für ein Termin? Das ist persönlich, mit dem Kunde. Persönlich mit einem Kunden auf Arbeit? Das klingt aber nicht seriös. Es was ist machen Sie denn da? Was machen Sie denn da persönlich mit Kunde? Geben Sie da Nachhilfe? Nee, ich meine, es ist persönlich. Ich muss mit Ihnen nicht weiterreden über so, unsere das sind so Kunden. Frauen, ja. Frauenprobleme. Das also sowas Geschäft. Wie Frauenarzttermin. Nee. Okay, Helis, danke für das. Sie sind lustig. Weiß ich. Perfekt, dass du weißt. Okay, dann, ich wünsche Sie einen schönen Tag und wir hören uns nach einer Stunde. Sind Sie erreichbar? Ja, bestimmt. Okay, perfekt. So, bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Guten Tag. Hallo, schönen Tag, Herr Puppenhen. Ja, hallo. Lisa Ritz am Apparat, ich begrüße Sie. Ich rufe Sie von Express Trade. Wie geht's Ihnen? Ganz nett. Entschuldigung, ich bin so krank. Ich entschuldige mich. Herr Warum sind Sie denn arbeiten, wenn Sie krank sind? Eigentlich, ich muss arbeiten. Normalerweise, ich studiere in Politikwissenschaft in Köln Universität. Aber natürlich, Leben ist sehr schwer für mich jetzt. Deswegen muss ich arbeiten, Herr Professor. Ach so. Ja. Herr Professor, eigentlich, Sie haben mit Ihrem Handynummer und E-Mail-Adresse ein Handelskonto registriert. Aber leider noch nicht aktiviert. Und Sie sind jetzt meine Liste. Deswegen rufe ich Sie jetzt an. Also, ich würde Sie gerne behilflich sein für die Aktivierungsschritte und Einzahlungsschritte. Dann, ich bin Praktikantin hier. Wenn Sie jetzt mit mir Ihre Konto aktiviert haben, werden Sie sofort von einem professionellen und persönlichen Senior Account Manager oder Account Managerin betreut werden. Dann Sie können natürlich Ihre bestimmte Gewinnplan machen, ne? Aber ist es nicht eigentlich so, dass die Praktikanten nur den Kaffee kochen und, weiß ich nicht, unterm Schreibtisch sitzen? Wie bitte? Können Sie bitte nochmal sagen? Normalerweise so. Die könnten den Kaffee holen und unterm Schreibtisch sitzen und Sachen mit dem Chef machen. Also Besprechungen und so. Ja, also wie gesagt habe, ohne meine Erlaubnis können Sie Ihr Konto nicht aktivieren. Deswegen bin ich hier. Also als Praktikantin zu sagen, ich dachte, ein Praktikant hat nichts zu sagen. Konto betreuen, Praktikant. Dann, wie gesagt habe, Sie können... Haben Sie denn da auch jemanden Festeingestelltes? Fest eingestellt? Eine Sekunde bitte. Eine Sekunde, Herr Pöttchen, eine Sekunde bitte. Jo. Ich werde jetzt meine Manager weiterleiten, eine Sekunde. Ja, das könnte machen. Ja, super schön. Dann, Sie haben keine Erfahrung, ne, Herr Pöttchen, das ist das erste Mal für Sie. Okay, ich notiere jetzt alles. Ja, jetzt, Sie können spielen. Hallo, schönen Tag. Ja, was ist denn da jetzt dran?
Also hier ist Nina Schiller von der Finanzabteilung. Wie geht's Ihnen? Ganz schnuckelig. Okay. Also, Sie haben mit meiner Kollegin gesprochen und Sie haben auf unserer Plattform ein Konto registriert. Und als Ihre Finanzmanagerin möchte ich mit Ihnen kontaktieren, ja? Ja. Also, haben Sie keine Erfahrung vorher, ja? Ist das richtig? Ja. Okay. Und haben Sie persönliche Interesse? Was heißt das? Was meinen Sie damit? Zum Beispiel, auf Bitcoin oder Ethereum oder Gold oder Silber, Öl oder andere Kryptowährungen. Ja, da, den Python-Coin wollte ich mal ausprobieren. Was? Den Python-Coin. Ja, okay, ja. Ich verstehe und ich notiere das. Also, hab ich mir gerade ausgedacht. Also, Sie können heute Ihre Investition starten, aber als erstes. Wir haben zwei Systeme auf unserer Plattform, automatisches System und manuelles System. Also es wäre besser, also an meine persönliche Empfehlung an Ihnen und professionelle Empfehlung an Ihnen, Sie können mit automatischem System arbeiten. Weil hier gibt es einen Robot und dieser Robot werde alles für Sie machen. Das ist ja nett. Ja, also Sie sowas wie ein Butler. Wie? Also sowas wie ein Butler. Ja, also, wie ich gesagt habe, für dieser System, also für dieses automatische System, wir haben auf der anderen Seite, nachdem Sie Ihr Konto mit mir aktiviert haben, ich werde Sie an unser Senior Account Manager weiterleiten. Was das ist denn bedeutet, das bedeutet, Sie sind nicht allein auf unserer Plattform und Sie werden immer eine Unterstützung bekommen von der professionellen Senior Account Manager. Aha. Und Sie werden Ihre Investition zusammen weitermachen, ja, verfolgen. Ja. Okay, Herr Puffeln, für dieser Konto, ja, Puffeln, Entschuldigung. Für diese Investition, wir haben zwei Zahlungsmethoden. Normalerweise, wir haben als Mindestbetrag 500 Euro, aber wir haben ein Angebot, das ist nur 250 Euro. Aha, also billiger. Ja, also, das ist unser Angebot für heute. Das ist geil. Also, für diese Kontoaktivierung, für diesen Mindestbetrag, wir haben zwei Zahlungsmethoden. Entweder mit Visa Card oder mit Mastercard. Wie würden Sie das machen? Kann man das nicht in Bitcoin einbezahlen? Haben Sie Bitcoin, Wolf? Nee, aber war ja nur eine Frage. Mit welcher Bitcoin, Wolf, arbeiten Sie? Gar keine, ich hatte ja nur mal gefragt. Wie? Gar keine. Ah, okay, natürlich, Sie können per mit Bitcoin also einzahlen. Wie mache ich das? Also Sie sollen als erstes Bitcoin kaufen und dann von dieser Volt ganz einfach einzahlen. Aber meine Empfehlung, wenn Sie also Master oder Visa Card haben, wir können das so machen. Oder wenn Sie Online Banking haben für die Überweisung, Sie können das so machen. Kennen Sie sich mit MoonPay aus? MoonPay. Ja. Okay, warte kurz. Kennen Sie sich damit aus? Sie möchten mit MoonPay einzahlen, ja? Nee, ich habe ja nur gefragt, ob Sie sich damit auskennen. Nochmal? Ich hatte nur gefragt, ob Sie sich damit auskennen. Ach so, wir haben auch eine andere Option für Sie. Klarna. Welche denn? Haben Sie Klarna? Klarna. Wer ist denn Klarna. Das? Klarna. Wer haben ist denn Sie das? Klarna? Nee, ja. Wer ist denn das? Das ist die Einzahlungsmethode. Wenn Sie kleiner Konto haben, Sie können von dieser Methode ganz einfach einzahlen. Aber ich denke, dass Sie haben kein Konto von Klarna, ja? Richtig, genau. Das haben Sie gut gedenkt. Wie würden Sie das machen? Was denn? Entweder mit Visa Card oder mit Mastercard. Ach so. Nehmen Sie auch eine Dong Swang Card? Was? Eine Dong Swang Card? Nein. Nee. Die hat der Kreuzchen-Terrorist in Polen, die Karte. Die soll besonders sicher sein. Mit welcher Methode möchten Sie das machen? Ja, ich überlege noch. Haben Sie auch PayPal? Wir arbeiten nicht mit PayPal. Oh. Banküberweisung, Sie können das machen. Ja. Wie geht das? Mit welcher Bank arbeiten Sie?
Sie meinen, mit welcher Bank? Sitzbank ja. Oder Stehbank oder Raiffeisenbank oder sowas meinen Sie, ja? Ich meine, von welcher Bank haben Sie ein Konto für diese Überweisung? Bei der Blutspendebank. Was? Blutspendebank. Blutspendebank? Ja, da habe ich ein Konto. Okay, okay, warte kurz. Ja, oder in einer Datenbank. Datenbank. Ist auch eine Bank. Haben Sie kein Konto von Raiffeisen? Nee. Mhm. Von Raiffeisen? Nicht. Hm. Von also, Alteisen. Verarschen Sie mich? Ja, ich weiß. Wieso? Ja. Werden Sie öfters verarscht? Nicht. Ja, Sie wissen nicht. Oh. Und Sie machen eine Witze und so, ja? Finden Sie das nicht lustig? Sie haben Langeweile, ja. Nö, eigentlich Sie haben nicht. Langeweile. Ich putze meine Küche von oben drauf. Da macht man ja einmal im Jahr, weil es ist ja mal alles so fettig. Ja. Ich weiß. Ja. Aber werden Sie oft veralbert am Telefon? Kommt das öfters mal vor? Wie? Werden Sie öfters mal veralbert? Herr Puffel! Herr Puffel! Nein, Puffel! Nein, Puffel! Nicht Puffelchen! Puffelchen ist aber lustiger. Nein, Puffel ist besser, ja. Aber vorhin hatte ich schon den Namen Herrn Briefkasten. Manuela Puffel. Ja. Sie sind Manuela Puffel. Manuela Puffel, ja. Ja, Manuela Puffel. Ja. Nicht Manuel Puffelchen. Weil Sie verarschen mich, ja? Ja. Herr Puffelchen. Ja. Herr Puffelchen, warum wollen Sie mit uns verarschen? Na, damit ich eure Zeit ein bisschen verplempern kann, damit ihr so lange keine anderen Herr Leute anrufen könnt. Herr Puffelchen, meine Aufgabe ist, dass Sie sehr gute Dienstleistung bieten. Warum sind Sie so? Na, aber das nennt man doch nicht Dienstleistung, das nennt man Betrug. Ja, das nennt Betrug. Man... Warum denken Sie so? Warum denken Sie so? Wir sind ja schon zwei in der Leitung, das ist ja lustig. Wo kommt denn jetzt die zweite her? Herr Puffelchen, das ist sehr respektlos eigentlich. Und ich werde jetzt Ihre Nummer alle Toilette schreiben, ne? Ja, das ist nicht schlimm. Ich habe noch ganz viele andere Telefonnummern. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich hoffe, bleiben Sie sehr gesund. Ja, ihr nicht. Ihr verarscht die Leute. Ich werde den ganzen Tag anrufen. Oh, dann meine schön. Kollegen, meine Freunde, Familie, wir alle. Jalla. Grüß Gott, Daniel Schelter am Apparat. Durch diese eingegebene Nummer haben Sie sich bei uns registriert, also für den Kryptohandel. Aber Sie haben einen falschen Name eingetragen, also so fester zuschlagen. Das ist mein das Name. Wissen Sie. Das ist Ihr Name. Ja, was ist denn daran falsch? Okay. Dann. Herr Zuschlagen, also Sie haben sich heute bei uns registriert. Und haben Sie eigentlich Fragen an mich? Nö. Ich dachte, ich komme da bei so einer Seite raus, aber irgendwie bin ich dann bei nichts rausgekommen. Da war nur so ein Bild. Entschuldigen Sie, würden Sie etwas lauter sprechen? Also ich kann Sie kaum hören. Was sagen Sie? Ich dachte, nach der Anmeldung, da war ich dann auf keiner Seite. Okay, also um das Handelskonto einfach zu aktivieren, müssen Sie eine Investition durch Kreditkarte, Banküberweisung oder PayPal erfolgen? Also welche Zahlungsmethode würden Sie bevorzugen? Naja, erstmal würde ich ja gerne vielleicht wissen, welches Konto und welche Firma. Weil das das, was wir anbieten, ist eine automatische Handelssoftware für den Kryptohandel. Also das heißt, ein Roboter handelt für Sie automatisch in Kryptowährungen. Wir kaufen für eine kurze Zeitspanne die digitale Währungen, wenn der Markt nach unten ist. Und wir verkaufen die digitalen Währungen, wenn der Markt nach oben ist. Also so erwirtschaften wir den Profit für alle unsere Kunden. Und der Name der offiziellen Webseite von uns ist Uni Global Assets. Sie haben auch eine Willkommensnachricht von uns gekriegt, falls Sie Ihren Posteingang nachprüfen. Ja, habe ich noch nicht geguckt, aber da ist, wie gesagt, ich habe keine Seite. Wie heißt denn eure Seite? Haben Sie etwas zum Aufschreiben? Oder ich kann Ihnen den Namen einfach diktieren? Ja. Okay, also O wie Ulrich, Nordpol Ida,
Gustav Ludwig, mhm. Otto Bertha, mhm. Anton Ludwig, mhm. Minus, mhm. Anton Siegfried Siegfried, mhm. Emil Theo, mhm. Siegfried, mhm. .com ist unsere offizielle Webseite. Ja, da bin ich jetzt, ja. Mhm. Okay, und ist die Maske bei Ihnen auf Deutsch oder auf Englisch? Ist auf Deutsch. Okay, super. Sehen Sie jetzt die Option Anmeldung, oder? Mhm. Da müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse eintragen und ich gebe Ihnen jetzt ein neues Kennwort. Ja, also Sie müssen jetzt Ihre E-Mail-Adresse eintragen. Also festa.zuschlagen@gmail.com. Mhm. Und als Passwort ein großes A wie Anton. Mhm. Dann ein kleines A wie Anton. Mhm. Und die Zahlen von 1 bis 4. Mhm. Okay, würden Sie jetzt bei Login anklicken oder anmelden? Anmeldung? Ja, bin drin. Okay, super. Jetzt haben Sie einen Überblick von der Handelsmaske. Und damit Sie an dem Finanzmarkt teilnehmen zu können, müssen Sie natürlich über ein Eigenkapital verfügen. Mhm. Richtig? Weiß okay. Ich, das richtig ist. Ja, ganz genau. Und die Frage ist, also wir werden Sie Ihr Handelskonto aktivieren, also durch Kreditkarte, PayPal oder Banküberweisung. Weiß ich nicht, was ist denn am besten? Ich glaube, durch Kreditkarte würde die Transaktion schneller sein. Ja. Soll ich jetzt die Buchhaltungsabteilung dafür kontaktieren? Mhm. Okay, kleiner Augenblick. Dauert etwas Zeit. Und haben Sie auch Erfahrung bei diesem Geschäft gesammelt, oder? Nee. Okay, und haben Sie auch in weitere Anlageklassen gehandelt? Zum Beispiel Aktien, Indizes, Rohstoffen? Nee. Okay. Und was hat eigentlich Ihr Interesse bei diesem Geschäft geweckt? Geld zu verdienen. Also sozusagen haben Sie als Absicht ein neues Einkommen aufzubauen. Mhm. Okay. Okay. Ich bin fast fertig. Mhm. Würden Sie jetzt Ihren Posteingang nachprüfen? Mhm, kann ich mal gucken. Ich habe Ihnen jetzt den Überweisungsbeleg gesendet. Also mhm. den Überweisungslink. Sie müssen einfach auf den Link anklicken mhm. und Sie werden die Seite für die Kreditkartezahlung erhalten. Ja. Und ich brauche von Ihrer Seite den Überweisungsbeleg. Also zum Beispiel, die Transaktion wurde erfolgreich rausgesendet. Aber die Nachricht wurde zurückgekommen. Also das heißt, Ihre E-Mail-Adresse stimmt nicht. Haben Sie das falsch gemacht? Laut dem System ist Ihre E-Mail-Adresse falsch eingegeben. Da habe ich Friedrich Anton Emil Siegfried Theo Emil Richard Punkt zuschlagen mhm. at gmail.com. Ja. Und wie gesagt, also da bekam ich die Nachricht, dass die Nachricht nicht zugestellt sein kann. Mhm. Haben Sie auch eine zweite E-Mail-Adresse, oder? Nee. Okay, kleiner Augenblick. Und haben Sie auch eine WhatsApp-Applikation? Nee. Hm, okay. Dann müssen wir... Haben Sie Online-Banking zur Verfügung? Mhm. Dann wie kann ich Ihnen die Daten senden, wenn die E-Mail-Adresse existiert nicht? Weiß ich nicht. Müssen Sie die da richtig machen? Wenn Sie da einen Fehler haben, dann kann ich ja nichts dafür. Könnten wir einmal Ihre E-Mail-Adresse kontrollieren? Würden Sie mir Ihre E-Mail-Adresse diktieren, um sicher zu gehen? Na, mein Vorname und mein Nachname und dann @gmail.com. Okay, aber da bei mir gibt es Ihren Namen, dann mhm. haben wir einen Punkt, dann ja. Ihren Nachname ja. und @gmail.com. Ganz genau. So habe ich Ihnen das gerade auch gesagt. Versuche nochmal. Mhm.
Okay, ich bekam wieder die gleiche Meldung. Also Ihre Nachricht wurde nicht an fester.zuschlagen@gmail.com zugestellt, da die Adresse nicht gefunden werden konnte oder nicht in der Lage ist, Post zu empfangen. Das ist schlecht. Okay, aber Sie könnten bei einer Schalter gehen, oder? Was für ein Schalter? Bankschalter. Was soll ich da? Dort könnten Sie eine Banküberweisung erfolgen, oder? Okay. Falls ich Ihnen die Überweisungsdaten mitteile. Kann man das da noch machen, ja? Okay, kleiner Augenblick. Okay. Mhm. Haben Sie auch selbst Fragen an mich? Über den Roboter, über unseren Service? Ja, über die Firma können Sie ein bisschen was erzählen. Ja, also wir sind schon seit 5 Jahren in dieser Branche tätig. Also wir beschäftigen uns nicht nur mit der Kryptowährungen, sondern auch mit dem Handel von Aktien, Indizes, Rohstoffen, Devisen. Also die haben wir zur Verfügung. Und ja, also Sie könnten bei uns nicht nur in Kryptowährungen handeln. Okay, das klingt schön. Okay, also haben Sie etwas zum Aufschreiben? Ich habe gleich die Überweisungsdaten gekriegt. Sind Sie bereit? Ja. So, als Empfänger haben wir alles groß geschrieben. Gustav Emil, Richard Anton, ein neues Wort groß geschrieben, Davidora, M wie Martha, P wie Paula, dann haben wir ein neues Wort, K wie Kaufmann groß geschrieben, ja. F wie Frieda klein geschrieben, T wie Theo klein geschrieben. Danach als Name des Empfängers. Ja. Die Postleitzahl 6000. Postleitzahl? Ja. Bei der Bankdaten? Ja, das ist der Anschrift des Empfängers, also von der Zahlungsanbieter. Aha, okay. Dann haben wir, ich diktiere Ihnen den Namen der Stadt. K wie Kaufmann, groß geschrieben. Dann haben wir E wie Emil. Ja. Dann haben wir C wie Cäsar. S wie Siegfried. K wie Kaufmann. E wie Emil. M wie Martha. Emil Theo. Dann haben wir ein neues Wort. Das ist, glaube ich, die Straße. Groß geschrieben Julius. Ja. Otto Kaufmann. Anton Ida. Ein neues Wort klein geschrieben. Ja. Ulrich Theo. Cäsar Anton. 40. 40. Ja. Jetzt kommt die Bahnnummer. LT, also Ludwig Theo. Ja. 88. 325. Ja. 00. 8985. 93. 14. 288. Ja. Würden Sie mir einmal die IBAN-Nummer wiederholen, um sicher zu gehen? Wie bitte? Nee. Warum? Also wir müssen alle Daten kontrollieren. Ja, warum? Wenn wir über eine Transaktion sprechen, müssen alle Daten korrekt und gültig sein. Ja, macht Sinn. Ja. Und haben Sie sich eigentlich die Daten, die ich Ihnen diktiert habe, notiert, oder? Nee. Warum haben Sie sich bei uns registriert? Um euch zu verarschen. Alles Gute für Sie. Alles Gute für Sie. Guten Tag. Ja, grüß Gott. Ich hätte gerne mit Herrn Geburtsfehler gesprochen. Ja, ist am Apparat, aber bei Ihnen ist so wahnsinnig laut, ich kann Sie kaum hören. Ja, hören Sie mich jetzt gut?
Hallo? Das ist im Hintergrund sehr laut. Ja. Kann man das mal ein bisschen reduzieren? Das ist das Büro, so funktioniert das bei uns, mit lauter Musik. Ach so, also funktioniert nur mit Krach. Ja, wir reden mit hunderten Kunden, einander nicht zu stören, spielt diese Musik. Ich höre ja kaum die Musik, ich höre eigentlich nur Krach. Nein, das geht. Doch. Ich höre Krach. Ja, ich verstehe Sie, mich stört das auch, aber solche Regeln, wissen Sie, kann ich. Ach so, das ist eine Regel mit dem Krach. Ja, die Regel mit Musik. Ah, ja, toll. Ja, so funktioniert. Ohne Musik geht das nicht. So ja, ein bisschen Krach sollte in jedem Callcenter sein. Nein, haben Sie nicht recht, nein. Ach. Ja. Ja. Nein, haben Sie kein Recht. Nee? Nein. Aber ich finde, es sollte in jedem Callcenter ein bisschen Krach sein. Nein. Nee? Nein. Sie irren sich. So, was machen wir jetzt? Okay. Sie haben sich bei unserer Handelsplattform angemeldet. Ich bin Kontomanagerin. Ich bin Kontomanagerin. Mein Name, ich heiße Tina Seif. Sie kann bei uns. Ach so, ich dachte, war doch Schöneberger. Die mit dem runden Topf. Sie kann mit die AIDS German. Ach, bei AIDS German. Also, es ist die AIDS-Hilfe. Sie haben Ihre Kontaktdaten hinterlassen, deswegen rufe ich Sie an. Kontaktdaten, ja. E-Mail-Adresse und auch Telefon. Emilia Hart. Ja. Ich habe alle Ihre Angaben, deswegen rufe ich Sie an. Ich bin Kontomanagerin und ich kann Ihnen mit der Aktivierung vom Handelskonto helfen. Ja. Haben Sie ein paar Minuten Zeit, ich kann Ihnen erklären, wie das Ganze bei uns läuft. Nee, Zeit habe ich nicht, aber ich habe meinen Snickers wiedergefunden. Ach so, ein paar Minuten, das dauert nicht lange. Ja. Wie das? Okay, danke schön. Ich erkläre Ihnen in ein paar Worten, wie das bei uns läuft. Das alles, der Handel läuft automatisch. Ich will aber schon mehr als ein paar Worte. Ein paar ist Zeit. Ja, nur ein paar Minuten bestimmt, das dauert, ja. Also ein paar, also zweimal eine Minute dann. Ja, okay. Genau genommen. Ja, ich versuche das kurz alle diese Informationen mitzuteilen. Mhm. Handel läuft automatisch durch Roboter. Mögen Sie eigentlich auch Bratwurst? Ja? Hören Sie mich gut? Ich höre Sie ganz schlecht. Hochwasserverkoster ist mein Name. Ja. Sie bekommen von uns einen Ansprechpartner. Sabine mit der Babette und der Bärbel und der Bettina. Tina, ja. Ja. Mein Name ist Tina. Sie sind Herr Gerard Geburtsfehler, ja? bin ich richtig, ja? Ja, Sie haben Ihre Kontaktdaten hinterlassen, um online zu handeln. Ja, in Erdbeerwurst ist auch Vitamine drin. Rufe ich Sie an. Leberwurst und, ja? Ich kann Ihnen erklären, wie das Ganze läuft bei uns. Ich kann mir das auch nicht erklären. Ja, ich kann das erklären. Hören Sie mich? Ja, wie kommen da die Vitamine rein? Hören Sie mich gut? Ja. Ja. Ich habe den Krach da, den höre ich besser. Ja, okay. Ja. Sie bekommen einen Ansprechpartner, einen Finanzexperten. Aber nur einen, nicht zwei. Einen. Ha. Einen, er ist kostenlos. Er macht für Sie alle diese automatischen Einstellungen und wird den Handel für Sie einschalten. Der Finanzberater ist für Ihren Kontostand verantwortlich. Ach so. Sehr wichtig, also dass mein Konto leer ist. Nein. Nee? Nur Sie haben Zugriff auf Ihr Handelskonto. So. Aber er beratet Sie. Er unterstützt Sie. Ja. So funktioniert das. Ja. Fein. Die Auszahlung können Sie in Ihrem persönlichen Account tätigen. Ja. Bei alleine oder? Online, bei unserer Webseite. Ja. Das heißt, im Laufe von 3 bis 5 Arbeitstagen, Bankarbeitstagen, bekommen Sie das Geld zurück auf Ihr Bankkonto oder auf Ihre Kreditkarte. Ach so. Risikomanagement, das ist auch sehr wichtig. Es gibt verschiedene Handelsstrategien und automatische Instrumente wie Stop-Loss und Take-Profit. Ja. Das alles kann für Sie der Finanzberater einstellen. Er macht für Sie technische und grundlegende Analysen vom Finanzmarkt.
Toll. Er weiß Bescheid, welche Produkte zu dieser Zeit besonders volatil sind, in welche Produkte es besser zu investieren. Ein Finanzberater ist sehr erfahren. Ja. Und kann Sie beraten. So. Toll. Aber Sie haben nur Zugriff zu Ihrem Handelskonto. Nur Sie entscheiden, in welche Produkte Sie investieren. Barbie-Puppen nehme ich. Ganz viele. Was? Was für? Welche Fragen haben Sie an mich? Na, die Barbie-Puppen. Hallo? Ja, hallo? Ja. Sie können bei uns mit Kryptowährungen, Devisen, Aktien und Rohstoffen und Indizes handeln. Also müssen und Barbie-Puppen demzufolge noch also Rohstoffe sein. Nehme ich zwei. Wie Sie wollen, es kann auch Rohstoffe sein, Kryptos, Devisen, Aktien, Indizes. Kommen die denn direkt nach Hause? Wie bitte? Na, kommen Sie nach Hause denn mit DHL oder? Oh, das Ganze laut. Da ein Hubschrauber gestartet. Hören Sie mich gut jetzt? Ja, die Verbindung ist nicht so sehr gut. Okay. Um erstens die Deposit zu machen, ja. Sie brauchen etwas auf dem Handelskonto zu haben. Das heißt, Minimalbetrag beträgt 250 Euro bis maximal 1000 Euro. Ja. Es gibt auch Bonussystem. Wenn Sie 250 Euro einzahlen, dann bekommen Sie einen Bonus für 70 Euro. Das heißt, Sie können schon den Handel mit 320 Euro starten. Ja. Ja, Sie können in dieser Überweisung, das heißt, Sie überweisen nicht an uns, Sie überweisen an Ihr Handelskonto. Das heißt, das Geld gehört nur Ihnen. Ja. Ja. Es gibt verschiedene Zahlungsmethoden. Sie können auch diese Überweisung mit Visa und Mastercard tätigen. Sie können Online-Banking machen. Auf Ihre Anfrage sende ich an Sie die Bankverbindung. Ja. Oder Sie können auch mit Bitcoin Überweisung tätigen. Mhm. So funktioniert das. Ja. Wenn Sie Entscheidung getroffen haben, dann darf ich Sie fragen, mit welchem Betrag... Ich könnte Ihnen ja auch einfach ein Stück von meinem Snickers abgeben. Ja, bitte. Habe ich ja wieder gefunden jetzt. Was haben Sie gefunden? Mein Snickers. Was haben Sie gefunden? Snickers. Werden Sie Ihr Handelskonto aktivieren oder nicht? Na, das machen Sie doch, dachte ich. Machen Sie das oder nicht? Na, ich dachte, Sie machen das. Nein. Nein? Sie überweisen dachte, das Geld. Sie überweisen das Geld nach der Überweisung. Wird das Konto aktiviert, danach bekommen Sie den Anruf von Verifizierungsabteilung. Aha. Und danach bekommen Sie den Anruf von Finanzberater. Aha. Und dann werden Sie mit dem Finanzberater zusammenarbeiten. So okay. Funktioniert das. Ja. Mhm. Aber wenn Sie wollen Sie, mit welchem Betrag haben Sie sich entschieden, Ihr Handelskonto zu aktivieren? Na, da würde ich mal erstmal so ganz klein anfangen mit 2349,47 €. Nein, ich bin ernst. Mit 250 Euro möchten Sie? Oder mit welchem? 2349,47 €. 2500 Euro möchten Sie Handelskonto aktivieren? Habe Nein. ich richtig verstanden? Nein. Mit welchem Betrag? 2349,47 €. Maximalbetrag beträgt 1000 Euro. Ich habe Ihnen gesagt, minimal 250 Warum? Euro, maximal 1000. Solche Regel. Warum? Darum. Warum? Keine Begründung. Nur eine Ausrede. Nein, also solche Regel. Ja, ist aber eine komische Warum? Regel. Ist ja wie als damals, wo mein Snickers verschwand. Das war einfach weg. Wollen Sie Handelskonto aktivieren oder nicht? Wenn Sie Na, nicht klar. wollen, dann werden wir das nicht weiter besprechen. Verstehen Sie? Ich habe hunderte Kunden. Oh. Ja, genau. Das ist machen klar. wir das nicht. Mhm. Ja, das kann man machen, ja. Mhm. Ja. Überweisen Sie, welchen Betrag? Na, habe ich doch gesagt. Ich habe Ihnen gesagt, Minimalbetrag 250 Euro Aha. und maximal 1000 Euro. Warum? Welchen Betrag möchten Sie überweisen? Pommes. Wie bitte? Barbara Schöneberger. Die mit der Wurst. Für welchen Betrag haben Sie sich entschieden? Für den guten. Moment bitte, ein kleines Moment bitte. Hallo? Junges Fräulein? Ja? Da, was ist da jetzt am Apparat? Hallo? Guten Tag? Tag.
Lisa Weber am Apparat. Ich rufe Ihnen an, wegen Sie haben Interesse gezeigt für Onlinehandel. Mhm. Und ich bin Ihre Account Managerin. Ich helfe Ihnen, mit Ihrem Konto zu aktivieren, wo Sie können Online-Investitionen machen. Aha. Haben Sie mir verstanden? Ein bisschen. Ja? Und haben Sie Zeit jetzt? Wofür? Für diese Konto aktivieren. Aha. Braucht man da Zeit, ja? Wie viel denn? Bitte? Wie viel Zeit brauche ich denn? Can you speak English? Nee. Und du? Ja, ich kann. Okay, kein Problem. Haben Sie mir jetzt schon verstanden, was ich gesagt habe? Nee, war ein bisschen genuschelt. Okay. So, ich habe Ihnen angerufen wegen, Sie haben Interesse gezeigt für Onlinehandel und ich bin Ihre Account Managerin, helfe Ihnen mit Ihrem Konto zu aktivieren. Es geht über Kryptowährungen wie Bitcoin und Sie machen eine Investition bei uns und dann bei die Ende des Monats, Sie haben Profit. Ja? Ja. Okay, so, wann möchten Sie es machen? Wie meinen Sie das? Ja, haben Sie Zeit jetzt, so wir können ein Programm herunterladen, wo Sie können mehr Auskunft, mehr Informationen bekommen. Was denn für ein Programm? Ja, Sie können mehr Informationen bekommen. Ich erkläre mehr Infos. Und haben Sie WhatsApp mit der gleichen Nummer, so ich schicke Ihnen einen Text. Ja oder nein? Was denn genau? Ja, Sie haben. Ja? Na, was denn? Okay. Ich werde Ihnen auf WhatsApp einen Text schicken und... Was steht da? Und, ja, und... Was steht denn da? Bitte? Was steht denn da? Für später. Was steht denn da? Bitte? Ja, was steht denn da? Was steht? In Deutschland. Deutschland steht da und, in dem Text. Und wo wohnen Sie? Wohnen Sie in Deutschland auch? Wegen okay. Ich komme nicht. Ah, ja, ja. Ich komme nicht aus Deutschland. Ich komme aus Schottland und oh, warum ich komme aus Schottland und lebe und wohne in Deutschland. Aber es ist ein deutsches ja. Unternehmen. Wo und, wohnen Sie denn in Deutschland? Bitte? Wo wohnen Sie denn in Deutschland? In Berlin. Ich wohne in Berlin jetzt. Ah ja, und die Straße? Ja, die Hauptstadt. Ja, und in welcher Straße? Die Straße heißt Fünf Starke. Was für ein Ding? Bitte? Wie heißt die Straße? Fünf Starke. Ja. Ich nicht. Okay, kein Problem. Wann möchten Sie es machen? Was denn? Ja, können wir einen Termin vereinbaren? Wofür? Für diese Online-Investitionen. Warum brauche ich da einen Termin? Ich habe Sie doch am Telefon. Ja, aber wir können nach ich Ihnen diese Informationen bei WhatsApp schicke. Sie können es ich kann über diese Infos denken und dann wir können Ihr Konto aktivieren. Oder haben Sie Zeit jetzt? Wir können es jetzt machen, in diesem Moment. Ich bin doch am Telefon. Okay. Haben Sie WhatsApp? Haben Sie iPhone oder Samsung? Ja? Do you have haben Sie iPhone oder Samsung? Ja? Was denn? Bitte? iPhone. Danke. Okay, so, können Sie bitte bei App Store gehen und dann herunterladen Anydesk? Bei was? Bitte? Danke. Ja, gehen Sie bitte bei der App Store und herunterladen Anydesk. Was ist das? Es ist ein Programm, wo Sie können mehr, wo wir können zusammen arbeiten. Und ich kann dort mehr Infos eingeben. Was denn für Infos?
Über diese Online-Investitionen. Über Ihr Konto. Ja. Okay, haben Sie es herunterladen? Was denn? Bitte? Danke. Ja, haben Sie dieses Programm herunterladen? Was denn für ein Programm? Es heißt Anidas. Ja? Was denn? Wie was denn? Na, Sie müssen mal ganze Sätze sprechen. Nee, Sie können dieses Programm herunterladen und Sie können mehr Infos einkommen. Ja? Na was, ja. Ja, okay, dann haben Sie es herunterladen? Ja oder nein? Na was denn? Na was denn? Sie herunterladen dieses Programm und wenn Sie es gemacht haben, Sie sagen mir. Ja? Ich weiß nicht, was Sie mit ja meinen. Ja, ich habe Ihnen gesagt, das ist ein Programm und wir können zusammen arbeiten. Ja? Ja. Okay, haben Sie es herunterladen? Was? Haben Sie dieses Programm herunterladen? Sie müssen mal deutlich sprechen. Okay, woher kommen Sie und welche Sprache sprechen Sie bitte? Na, hören Sie doch, Portugiesisch. Okay, ich kann nicht Portugiesisch. Aber Sie haben keine WhatsApp mit dieser Nummer. Das haben Sie aber schnell gemerkt. Bitte? Danke. Wie danke? Na, wenn man bitte sagt, dann sagt der andere danke. Gehört sich doch so. Ist eine Höflichkeitsform. Okay, und wann machen Sie die Aktivierung? Was denn für eine Aktivierung? Ich habe Ihnen gesagt, das ist ein... Ihr Konto... Sie aktivieren Ihr Konto, ich helfe Ihnen und dann Sie können Online-Investitionen machen. Wobei helfen Sie? Sie machen so viele Fragen. Okay, und... Oh Gott, das ist so schwierig mit dir. Das heißt mit Ihnen. Ja? Ja. Okay, so. Möchten Sie es oder nicht? Ich habe nicht so viel Zeit. Na, was denn? Ja, möchten Sie es mit mir machen oder nicht? Sie haben angerufen und haben gesagt, Sie möchten erklären, aber Sie erklären ja nicht. Aber ich habe Ihnen erklären. Nee. Ich habe Ihnen erklären. Das heißt erklären, nicht erklären. Ich helfe Ihnen mit diesem Konto aktivieren, ja? Und dieses Konto geht über Online-Investitionen. Es geht über Kryptowährungen, die Bitcoin. Ja. Ja, aber Sie sagen immer wieder, Sie wollen helfen und machen doch aber denn nichts. Sie sagen doch immer nur, ja, danke, bitte. Mehr sagen Sie doch gar nicht. Okay, entschuldigen Sie. So, jetzt haben Sie ist dieser E-Mail funktioniert? Funktioniert es? Gunther Winkler? .gmail.com Was für ein Ding? Funktioniert dieser E-Mail oder nicht? Ja, bringen Sie doch mal einen ganzen geraden Satz raus, sodass man Sie auch versteht. Ich kann Ihnen bei WhatsApp erklären oder bei dieser E-Mail. Na, ich habe Sie doch jetzt am Telefon, da können Sie es mir doch am Telefon erklären. Ja, okay, ich habe Ihnen gesagt. Ich habe Ihnen 6-mal gesagt. Nee, Sie haben bis jetzt noch gar nichts gesagt, was Sie erklären wollten. Okay. So, ich habe Ihnen gesagt, okay, entschuldigen Sie, ich helfe Ihnen mit diesem Konto. Naja, aber machen Sie ja nicht. Sie labern ja okay. Nur irgendwie Kram. Okay, und wann müssen Sie es machen? Bitte? Danke. Wann möchten Sie es machen? Wann? Ich habe Sie doch jetzt am Telefon, oder nicht? Ja, und ich habe Ihnen, Sie müssen Anidas herunterladen. Warum? Es gibt mehr Informationen. Aber Anydesk ist doch kein Informationsprogramm. Nein, es ist eine Plattform, wo Sie können zusammen verbinden. Was soll ich denn verbinden? Wir sind doch verbunden mit dem Telefon. Ja, aber diese Plattform ist besser. Ich kann dort mehr Infos eingeben. Aber Sie brauchen doch die Infos nur erzählen. Ja, aber ich habe Ihnen 10-mal gesagt. Was denn? Möchten Sie es machen oder nicht? Na, habe ich doch beantwortet.
Ja. Okay, ich rufe Ihnen wieder an. Nee. Ja. Und ich muss auflegen. Warum? Ich habe nicht so viel Zeit. Ja, aber warum rufen Sie denn an, wenn Sie keine... Das war es leider schon mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du magst, dann schau dir doch gern auch noch eins unserer weiteren Videos auf dem Kanal an. Abonniere gerne den Kanal, wenn du auch in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.